Wenn ein neues Videospiel rauskommt, eine der Hauptkritikpunkte ist immer: oh, Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Spielwelt verändert, wenn ich etwas mache. Spieler wollen, dass sich die Welt, dass sich die Charaktere in der Welt daran anpassen, was sie machen. Und ich glaube, irgendwann wird es so sein, dass die Welt sich wirklich anpasst. Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital. Sie läuft noch bis Sonntag und ist das größte Gaming-Festival der Welt. Die Gamescom in Köln. Und eines der Themen dieses Jahr auf der Messe: Künstliche Intelligenz. Wer redet gerade nicht darüber? Sie ist in jedem Smartphone, bald bestimmt in jedem Ring und irgendwann als Linsen in unseren Augen, sodass wir. Moment, nee, das war eine Black Mirror-Folge, glaube ich. Ey, 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 Cut, 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 Johanna. Nee, 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 nee. Upsi. So, nochmal von vorne: Die Gamescom läuft noch bis Sonntag und dort ist auch das große Thema: Künstliche Intelligenz. Charaktere lernen und reagieren aufeinander wie lebende Wesen? Ist sowas möglich? Statt einfacher Skripte gibt es mit Hilfe von KI-Systemen komplexe Mechaniken, die Spiele entwickeln verändern. Aber wie genau? Wie sieht die Zukunft von Gaming aus? Darüber sprechen wir in dieser Folge von übermorgen. In den Rubriken stellen wir euch die drei besten Spiele vor, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Testen Thermostate für die kältere Zeit und wir wagen das Experiment. Kann man eine künstliche Intelligenz an der Art des Schreibens erkennen? Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Wer auf der Gamescom nicht fehlt, das ist Corinna Oettinger aus dem Inset-Digital-Team. Du bist unsere Expertin für alle Fragen rund ums Thema Gaming und heute in der Übermorgenfolge zu Gast. Hallo Corinna. Hallo Johanna. Sag mal, wie viel künstliche Intelligenz steckt denn gerade eigentlich in Games? Ich meine, wenn man so ganz grundlegend an künstliche Intelligenz denkt, dann wären die ersten Spiele, die künstliche Intelligenz haben, zum Beispiel so etwas wie Pong. Pong war das erste Spiel, was einen Gegner hatte, der wirklich unberechenbar selbst agiert hat. Das war super fortschrittlich damals. Und jetzt heutzutage würde man vielleicht an die KI von Feinden denken in Halo oder ähnlichem. Das ist natürlich auch alles KI. Das ist jetzt vielleicht nicht KI, wie wir heutzutage darüber nachdenken. Heutzutage denken wir vielleicht an Large Language Models, sowas wie ChatGPT. Und das findet langsam auch seinen Weg in Videospiele. Da gibt es aktuell einige sehr gute Indie-Games, die sich genau das eben zu nutzen machen. Mhm. Was man in Videospielen noch nicht hat, ist wirkliche, wahre, generative KI. Das, was wir uns vorstellen, sind diese KI-Charaktere, die irgendwie lernen können, die das Verhalten an uns anpassen, wenn wir die Spiele spielen. Das heißt, das funktioniert in Klammern noch nicht. Das funktioniert im geringen Rahmen. Also es gibt mittlerweile schon Feind-KIs in manchen Spielen, die sich eben an den Spieler anpassen, die zum Beispiel dann auch den Spielstil des Spielers erfassen können. Es gibt sogar schon ganze Spiele, die so etwas ähnliches versuchen. Da wäre als Beispiel zum Beispiel Wardville zu nennen. Da geht es halt darum, dass du als Detektiv in die Stadt Wardville kommst und dort sind drei Morde passiert. Und deine Aufgabe ist es, mit den Bewohnern dieser Stadt zu reden mhm. und herauszufinden, wer der Mörder war. Das, der Twist daran ist dass du persönlich via Spracheingabe mit diesen Charakteren interagierst. Fast wie ein echter Detektivfall, in dem du auch wirklich scheitern kannst. Mit KI, glaube ich, werden Spiele einfach noch, Spielsysteme noch besser, Mechaniken noch besser. Siehst du da irgendwelche, welche Vorteile siehst du? Welche potenziellen Gefahren vielleicht aber auch? Also ich glaube, die Vorteile, die ich natürlich erstmal sehe, wären vor allem bei NPC-Charakteren. Ich meine, wie cool wäre es, wenn du irgendwann in einem Spiel mit NPC-Charakteren interagieren kannst, die nicht nur drei vorgegebene Voice Lines haben? Ja. Das wäre natürlich dann weitergedacht auch für den Protagonisten. Stell dir vor, du spielst ein Rollenspiel und du hast nicht mehr drei vorgegebene Antworten, sondern kannst deine ganz ganz eigenen Antworten kreieren, kannst deine ganz eigenen Antworten schreiben. Das ist natürlich jetzt aktuell noch Zukunftsmusik, mhm. denn die große Gefahr daran ist, wie verhinderst du, dass Spieler etwas Gefährliches sagen, etwas Diskriminierendes sagen? Wie verhinderst du, dass KI etwas Diskriminierendes sagst? Das ist, glaube ich, aktuell das größte Problem. Ein weiterer Vorteil, den ich auf jeden Fall auch in naher Zukunft sehe, ist im Bereich des Cheatings. KI wäre natürlich super dafür geeignet, gerade diese Person ausfindig zu machen, indem KI eben in Sekundenschnelle erkennt, wer hier sich hier nicht richtig verhält und hm. diese Person blockt. Das ist jetzt ja eine der neuen KI-Mechaniken zum Beispiel, die auf uns zukommen könnte. Siehst du da noch andere, vielleicht auch Spielsysteme, die irgendwie durch den Einsatz von KI anders werden könnten oder ermöglicht werden könnten? Das ist tatsächlich eine gute Frage, die auch sehr spekulativ natürlich an dieser Stelle wäre. Aber ich meine, manche Spiele haben zum Beispiel ein, ein Crafting-System. Hm. Du kombinierst verschiedene Zutaten, du erhältst daraus ein Essen, ein, ein Objekt. Und natürlich, wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft denkt, könnte man natürlich auch sagen: Hey, irgendwann werden diese Crafting-Rezepte nicht mehr vorgegeben sein. Mhm. Irgendwann entscheidet vielleicht KI: Hey, du hast ein Ei und ein Kräuterchen und weiß ich nicht was zusammengetan und hier ist jetzt dein neues Rezept, was nur dir gehört. Es könnte natürlich wieder solche Vorgaben, solche starren, eben diese starren Vorgaben in Videospielen, schwammiger machen und auch Videospiele individueller machen, indem man Spielern mehr Möglichkeiten gibt, selbst Dinge zu modifizieren. Eine weitere Sache, die jetzt, glaube ich, Sony hat, die aktuell patentiert, ist eine Charaktererstellung mit KI, was natürlich so eine Charaktercreation Creation sehr revolutionieren würde. Hm. Wie viel größer wird dadurch vielleicht ja auch das Suchtpotenzial? Ich denke, das ist eine Sache, die sehr auch von der Person abhängt, denn ich meine, generell bewegen wir uns als Gesellschaft aktuell zur Gamification des gesamten Lebens. Hm. Und ich denke, in. Videospielen wird das eben auch genau diesen so weitergehen. Und ich denke, das Suchtpotenzial wird dadurch nicht unbedingt größer für die allgemeine Bevölkerung. Mhm. Es gibt jedoch natürlich ein größeres Risiko für Leute, die dafür generell anfällig sind. Die werden auch in Zukunft dafür anfällig sein und da werden halt mehr Möglichkeit haben, auch sich in diese Welt reinzusteigern natürlich. Das ist gefährlich, das ist bedenklich. Aber ich denke, die Lösung liegt da nicht dabei, solche Videospiele zu unterbinden, sondern diesen Leuten halt Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen und generell uns als Gesellschaft zu sensibilisieren für dieses Problem der Spielsucht. Werfen wir doch mal auch einen Blick auf die Entwicklerperspektive, so ein bisschen so ein Makroblick. Wir sind angekommen in sehr komplexen und auch sehr immersiven Spielwelten. Ist die KI so die nächste Revolution in der Gaming-Branche? Ich glaube schon. Ich bin jetzt natürlich nicht selbst in der Entwicklerbranche tätig. Aber ich meine, man sieht ja, was Sony und Co. hier patentieren aktuell. Also, sie sind ja wirklich daran am Arbeiten, dass KI in Zukunft wirklich intensiv auch in Spiele eingebunden wird. Man sieht das ja auch mit zum Beispiel diesem Programm InWorld hm. AI, ja. wo sie eben daran arbeiten, Spielwelten noch detaillierter zu machen mit KI. Und natürlich bietet KI Möglichkeiten, die traditionelle Entwickler einfach nicht haben. Normalerweise, jede Voiceline von einem NPC, da musste jemand da sitzen und die eintippen. Dann musste jemand die aussprechen. Dann musste die ins Spiel eingebunden werden. Heutzutage ist es ja ein leichtes, eine KI ganz, ganz viele Voice Lines generieren zu lassen, diese dann von einem Vertonungsprogramm vertonen zu lassen, ins Spiel einzubringen. Hm. Und ich denke, sowas ist vor allem das, was halt in Zukunft sich beim Entwickler auch ändern wird. Macht die Sache für Entwickler einfacher, macht die Sache für Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher deutlich schwerer. Ne? Ja, es mhm. sind immer zwei Seiten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo siehst du uns so in bei, dem, bei der Entwicklung, Games mit KI? Ich würde sagen, von dem, was wir aktuell mitbekommen, sind wir noch ziemlich. Am Anfang des Ganzen tatsächlich. Ich würde sagen, vielleicht irgendwo zwischen drei und vier. Gucken wir mal dann auf die Zahlen fünf bis zehn. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Also, meine Punkte fünf bis zehn wären wirklich völlig interaktive Welten. Das ist ja aktuell, wenn ein neues Videospiel rauskommt. Eine der Hauptkritikpunkte ist immer, oh, ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Spielwelt verändert, wenn ich etwas mache. Hm. Spieler wollen, dass sich die Welt, dass sich die Charaktere in der Welt daran anpassen, was sie machen. Wie im echten Leben eben. Hm. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal bei Punkt 5 bis zehn angekommen sind, wird es so sein, dass die Welt sich wirklich anpasst, dass sich Städte verändern, dass sich, dass Menschen darauf reagieren, was der Protagonist gemacht hat. Und zwar nicht nur auf verschiedene Wegpunkte, wo ein programmiertes, oh, jetzt sagt der Voice Line vier anstatt drei. Ich denke, an dem Punkt werden auch gerade eben Rollenspieler einen großen Aufschwung erleben. Wenn man technologischen Fortschritt und menschliche Kreativität auf eine Waage stellt, wie bleibt die im Gleichgewicht? Darüber habe ich mit Corinna auch gesprochen. Den Deep Dive über Gaming und künstliche Intelligenz hört ihr in voller Länge diesen Samstag in der neuen Podcast-Folge das ganze Gespräch. Noch ein, ein anderes Thema, was mit der Gamescom jetzt auch, die ja gerade läuft, zusammenhängt. Nachhaltigkeit. KI ist nicht nachhaltig. Ich glaube, so viel ist mittlerweile den meisten klar. Wenn man mal betrachtet, was für unglaubliche Mengen an Strom, an Wasser da draufgehen für jedes lustige Bild, was man da irgendwie generiert. Also KI ist aktuell ein riesiger Stromfresser. Ich weiß aber auch nicht, wie man das Problem lösen möchte. Ob das jetzt ist, dass wir Computerzentren mit grünem Strom versorgen, ob wir denen alle Solarpaneele aufs Dach klatschen, das ist. Irgendwas müssen wir uns da auf jeden Fall einfallen lassen. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn du an die Zukunft von Gaming und KI denkst? Also als großer Rollenspielfan freue ich mich tatsächlich wirklich auf immersivere Welten, auf mehr Entscheidungskraft. Ich hoffe, dass das in Zukunft mit KI besser ausgeglichen werden kann. Also, dass wir die riesige, tolle Welt haben, aber trotzdem eine Welt, die sich verändert. Dass das nicht eins oder das andere ist. Und vielleicht haben wir dann auch mal einen KI-Podcast. Dann können wir die nächste Aufnahme genau dort machen. <laughs> Dankeschön, Corinna, dass du heute da warst. Ja, ich äh, danke dir. Ihr kennt meinen Satz mittlerweile. Alle reden über künstliche Intelligenz. Aber reden tut sie mit uns ehrlich gesagt noch nicht so viel. Die KI schreibt viel mehr. Noch. Aber könntet ihr erkennen, wenn eine KI mit euch schreibt? Zukunftsrausch. Dieses Problem wird uns in Zukunft noch öfter begegnen. Können wir Inhalte von einer KI und einem Menschen unterscheiden? Das könnt ihr testen. Und zwar auf der Seite humanornot.ai. Dort chattet ihr zufällig entweder mit einer anderen Person oder mit einer KI. Und ich probiere das jetzt mal aus. Ich starte das Spiel. Aktuell wird nach einem Partner gesucht, mit dem ich schreiben kann. Ich warte auf die erste Nachricht. Oben rechts sieht man auch einen kleinen Counter, der runterläuft. Es sind zwei Minuten insgesamt, die miteinander geschrieben werden. Und danach muss man sagen, ob es eine KI war oder nicht. Okay, hier wurde einfach Hi geschrieben. Ich frage mal: Hi, magst du Weihnachten? Die andere Seite schreibt. Es dauert ein bisschen lange. Ich glaube, eine KI würde schneller antworten. It's okay. Okay, es ist okay, ja, ist die Antwort. Vielleicht antworten wir einfach nur okay. Wir <laughs> der anderen Seite noch mal das Feld. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall ein Mensch ist. Ich glaube, eine KI würde jetzt ein bisschen mehr schreiben und Satzzeichen nutzen. Sie fragt warum, weil ich persönlich immer einen Grund suche über Weihnachten zu reden. Das habe ich gerade noch so in der richtigen Zeit geschafft zu schreiben. Sind nur noch 15 Sekunden in diesem Gespräch. Okay, jetzt muss ich sagen, habe ich mit einem Menschen geschrieben oder mit einer künstlichen Intelligenz? Ich klicke mal Mensch an und ich habe recht gehabt. Ich habe gerade mit irgendjemandem auf der Welt über Weihnachten gesprochen und nicht mit einer künstlichen Intelligenz. Wenn ihr rausfinden wollt, wie ihr euch geschlagen hättet, dann probiert es doch einfach mal aus. Ich habe euch die Seite in den Shownotes verlinkt. Aber hört währenddessen die Podcast-Folge unbedingt weiter, denn wir testen jetzt Geräte, die euch im Winter Geld sparen lassen. Heizkörperthermostate. Check, check. Hier testen wir Produkte für euch. Dieses Mal mit Lisa-Marie Katzig. Ihre Stimme kennt ihr auch schon aus unserer Fußball- und KI-Folge, wenn ihr da mal reinhören wollt. Lisa-Marie mit Blick auf den Herbst das ist es ja jetzt schon mal ganz gut vorzusorgen, oder? Warum lohnen sich denn eigentlich Heizkörperthermostate? Der große Vorteil, den du mit diesen Thermostaten hast, besteht darin, dass deine Heizung sich sehr viel genauer ein- und ausschalten lässt, als du das mit dem anderen klassischen Thermostat, die könntest. Mit denen du auch sehr genau nach Zeitplänen steuern kannst, wann, wie viel Temperatur in einem Raum von dir gewünscht ist. Ich kann mit smarten Heizthermostaten schon mal schnell 20 bis 30 Prozent der Heizkosten einsparen, einfach weil ich mir die Zeiten spare, in denen effektiv gar niemand da ist, um von der Wärme im Raum zu profitieren, ohne dabei halt ein bisschen im Komfort einzunehmen zu Zeiten, in denen ich es tatsächlich brauche. Worauf muss ich beim Kauf achten? Allen voran natürlich, welche Art von Heizkörper-Thermostat habe ich denn überhaupt in meiner Heizung? Die meisten Hersteller bieten dir dafür Übersichtstabellen an, an denen die einzelnen Modelle aufgelistet sind und an denen dir auch sehr genau gesagt wird, ob es mit dem smarten Heizkörperthermostat kompatibel ist und gegebenenfalls welchen Adapter du für die Installation dabei brauchst. Dann brauchst du für den Wechsel dieses Heizthermostates an sich keinen passenden Werkzeuge. Dadurch, dass es über eine Feder gespannt an der Stelle gehalten wird, da einfach mit ein paar Handgriffen das Heizthermostat abnehmen, brauchst dann aber, wenn du das smarte Thermostat installieren möchtest, einen entsprechenden Adapter, der es nochmal anders an der Stelle hält. Von den Heizungen selber abgesehen, kann es auch sinnvoll sein zu schauen, dass du ein Modell hast, das vielleicht auch im Smart Home System mit anderen Sachen gut kompatibel ist. Mittlerweile gibt es da tatsächlich auch sehr viele, die auf den Meta Standard umgestiegen sind, um halt sehr viel bessere Kompatibilität über auch Hersteller hinaus äh, zu gewährleisten. Leider hat das aber den Nachteil, dass auch oft nicht alle alten Modelle eines Herstellers dann mit den neuen Systemen kompatibel sind. Welche Produkte gibt es denn gerade auf dem Markt? Kannst du da welche empfehlen? Ich denke, das hängt ein bisschen davon ab, was du von deinem Heizthermostat erwartest, was da die beste Wahl für dich wäre. Wenn du einfach ein günstiges Modell möchtest, das du smart steuern kannst, per App. Um möglichst viele deiner Heizkörper im Haus damit auszustatten, dann können die Hammer Smart Thermostate eine ganz gute Lösung sein. Teilweise bekommt man die schon für etwas über 30 Euro, das einzelne Thermostat. Wenn es ein bisschen teurer und mit mehr Funktionen sein soll, dann kann ich die Bosch Smart Thermostate empfehlen. Meine persönlichen Favoriten sind die Heizkörperthermostate von Tado, weil sie jetzt auch neu herausgebracht haben, ein System, das sich auch gleich mit der smarten Heizungssteuerung gut koppeln lässt. Die Systeme sind aber im Vergleich zur Konkurrenz ein gutes Stück teurer. Dankeschön, Lisa Marie. Favoriten. Wir haben mit Games in dieser Folge angefangen und um die geht es jetzt auch nochmal. Corinna Oettinger aus dem inset Digital Team hat mir und euch ihre drei Lieblingsgames verraten. Wenn ihr etwas für euer Gamescom Wochenende braucht oder für den Sommerurlaub, hier sind Corinnas drei Gaming Favoriten. Nummer 1: Fallout. Also Fallout ist jetzt echt schon seit Jahren mein absolutes Lieblingsspiel. Ich liebe eine gute Dystopie, ich liebe ein gutes Rollenspiel und ich liebe generell den Stil von Bethesda spielen, die einem einfach viel Freiheit lassen, sich selbst auszudrücken, sich selbst eine eigene Story zu machen. Deswegen Fallout wirklich ein absoluter Favorit. Für wen ist das was? Ich denke Fallout ist wirklich etwas für alle Leute, die ein gutes Rollenspiel Lieben. Und das Tolle an der Vorlautreihe ist ja auch, dass diese so unglaublich vielfältig ist. Ich meine, man hat die Originalspiele noch in der 2D-Grafik, dann hat man die moderneren jetzt von Bethesda. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Für wen das vielleicht nicht so ist, ist jemand, der eben nicht gerne sich mit düsteren Zukünften auseinandersetzt, der sowas eben nicht in seinem alltäglichen Leben hören möchte. Für den ist das vielleicht eher nichts. Nummer zwei, Story of Seasons. Also Story of Seasons, das sind jetzt die aktuellen Remakes, das war früher bekannt als Harvest Moon, was vielleicht einige noch kennen, damals vom Game Boy Advance. Und ich muss sagen, das sind jetzt gerade für den Sommer, wenn man den PC nicht überstrapazieren möchte, damit es im Haus nicht super heiß wird, perfekte Spiele, also die sind nicht anspruchsvoll, die kann man einfach nebenbei spielen. Man kann sich eine schöne Doku anmachen oder einen Film. Also das sind einfach so viel gut Spiele. Da ist kein Risiko, es kann nichts Schlechtes passieren, es ist einfach schön. Worum geht's da genau? Also es geht halt darum, dass du deine eigene Farm hast, du hast eine Familie, du kannst heiraten, du kannst Kinder haben. Es ist sozusagen Stadio Valley, aber ein bisschen moderner von der Aufmachung her. Nummer 3, Palworld. Also Palworld seit Anfang des Jahres ein Favorit. Ich bin generell auch großer Pokémon-Fan, das schließt sich nicht aus, Palworld und Pokémon zu mögen. Aber Palworld hat natürlich nochmal den Aspekt mit den verschiedenen Waffen, mit dem Crafting. Das war auch eine Sache, die ich in Fallout 4 unglaublich geliebt habe, dieses... Basis bauen, der Multiplayer-Aspekt auch vor allem von World Fantastisch, ein tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Was genau muss man da machen? Also in World geht es darum, verschiedene Wesen zu fangen, ähnlich wie in Pokémon. Und diese dann in der eigenen Basis einzusetzen. Dort können sie für einen Landbau betreiben, die können äh, Waffen herstellen. Also man, soll, man kann sich eigentlich Pokémon vorstellen, nur mit Waffen. Und noch ein bisschen komplexer. Dankeschön, Corinna. Freu dich auf morgen. Die gute Nachricht zum Ende dieser Übermorgen-Folge hat wieder etwas mit Gaming zu tun. Wusstet ihr, dass Gaming auf eurem Lebenslauf für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein echter Hingucker ist? Es gibt einen Report von der Manpower Group, einem Personaldienstleister, in dem steht, dass es fünf Trends aus der Gaming-Welt gibt, die zukünftig unser Arbeiten beeinflussen werden. Und schon mehr als die Hälfte der Arbeitgeber schauen auf Gaming-Fähigkeiten, wenn sie neue Leute einstellen. Zukünftig sollen es noch mehr werden. Also was sind das für Soft Skills? Lösungsorientiertes und kreatives Denken zum Beispiel, strategisches Vorgehen, Multitasking bei Stress, Soziales und Mustererkennung. Alles Fähigkeiten, die beim Gaming gestärkt werden. Apropos Gaming, bei unserer Expertin Corinna von Inset Digital habe ich auch nachgefragt, worauf freust du dich? Ich freue mich auf morgen, weil jeden Tag neue Videospiele rauskommen. Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung lasst und den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's schon am Samstag. Das ganze Gespräch mit Corinna über Gaming und KI. Und am Donnerstag in zwei Wochen kommt dann die nächste Übermorgen Folge. Bis dahin, freudig dich auf morgen!